Sicherheitsoffizier Semkel, Anlage Teltin. Die Subjekte sind aus ihren Zellen entkommen und zerlegen alles. Subjekt Zero wird entkommen. Ich brauche die Genehmigung zur Terminierung. Ich wiederhole, Genehmigung zur Terminierung. Alle Subjekte außer Zero sind entbehrlich. Halten Sie Jack am Leben. Verstanden. Ich beginne mit... So war's nicht. Ich bin ausgebrochen, als meine Wachen verschwunden sind. Ich habe den Aufstand ausgelöst. Vermutlich ist einiges passiert, das Sie gar nicht mitbekommen haben. Die anderen Kinder haben mich angegriffen, die Wachen haben mich angegriffen, die automatischen Systeme haben mich angegriffen. Da bleibt nicht viel Raum für Interpretationen. Naja, wer weiß, wer weiß. Aber mich würde es nicht wundern, wenn sie die tatsächlich haben gehen lassen. Bei Cerberus? Dieser Ort sollte eigentlich verlassen sein. Wer zum Teufel hat den Varen erschossen? Er ist noch frisch. Ich wollte auch gerade sagen, ne? Also irgendwie sieht das ein bisschen merkwürdig aus. Aber bei Cerberus wundert mich nichts mehr. Da kann es auch sein, dass sie einfach mal Jack dann ziehen lassen. Um halt irgendwelche Sachen zu untersuchen. Keine Ahnung. Langzeitstudie in Freiheit oder so. So, vielleicht wollte der Unbekannte auch einfach nur die Anlage hochgehen lassen und hat deswegen die Order gegeben, Jack ziehen zu lassen. Huch. Oder Jack nicht zu töten, sagen wir es mal so. Oh, schön. Nochmal 500 Einheiten Element Zero. Das ist gut. Okay, dann gilt es jetzt zu ergründen. Hey, wer hat denn hier das Fenster kaputt gemacht? Dann gilt es wohl jetzt zu ergründen, wer hier noch in der Anlage rumkriecht. Drüben haben wir ein PDA. Stimmt, hier sind, glaube ich, noch mehr Leute. Sie haben uns gesehen. Ja, es sind tatsächlich noch mehr Leute gegenüber kämpfen müssen. Das habe ich ganz vergessen. So, machen wir das doch mal so. Die kleinen Bloodpack-Leute, die sollten nicht das Problem sein. Zumindest, wenn wir jetzt nicht wie Idioten einfach aus unserer Deckung rennen und dann... Wow, was? Alter, darf ich mal kämpfen? Boah, komm schon. Sag ich nicht gerade noch, wenn wir nicht wie Idioten aus der Deckung rennen? Was war denn das? Willst du mich verarschen? Da steht er mit einem Flammenwerfer da und brutzelt mich und ich kann nicht angreifen oder irgendwie reagieren. Ich habe die ganze Zeit auf die Taste für das Werfen gehämmert, um den erstmal wegzuhauen, aber ich konnte nicht mal dazu noch kommen, bevor er den zweiten Flammenstoß entfesselt hat. Gut, ich bin bloß schon mal vorgeeilt, weil ich mir dachte, machen wir es ein bisschen offensiver. Ist ja doch ein bisschen lahm, hier hinten in der Deckung zu bleiben. Wir sehen aber, es ist notwendig. Ich kann einfach nicht vorbrechen hier an der Stelle. Weil... Ja, weil das... Die gewissen Arschlöcher sind. Weil die mit Flammenwerfern ankommen, die Cheater. Sowas Mieses. Ach, diese blöde Dingens da. Naja, was ist das? Wollen wir erstmal die anderen? Der steht aber auch so blöd da hinten. Geh mal in Deckung, Jack. Ich will erstmal den blöden Flammenwerfervogel ausschalten. Oder du machst es auch, okay. So, das ist doch jetzt bloß ein Schütze, ne? Das ist ja gar nicht der Flammenwerfer-Typ. So, erstmal die. Ich glaube, hier drüben sind ja keine mehr, ne? Nee. Ist zwar jetzt nicht die Geisterdeckung, aber... Zwei Schüsse, das reicht schon. Ist ja Wahnsinn. So, schauen wir uns mal ein bisschen um. Bis der wieder aufgestanden ist, kann ich auch mal hier rübergehen und die ganze... Ach nee, ich kann noch nicht rübergehen. Ich wollte schon sagen und ihn ganz ausschalten, aber wird wohl doch nichts. So, jetzt aber. Darf ich mich jetzt umschauen? Dazu brauchten wir eine Leichenhalle. Es war eine kleine Anlage. Viele Kinder sind hier gestorben. Und selbst dann waren sie noch Teil des Experiments. Blödsinn. Mir ging's am schlechtesten und ich bin lebend rausgekommen. Jack, du warst nicht die Einzige, die hier untersucht wurde oder an der hier rumgeforscht wurde. So, schauen wir mal. Das ist halt auch die Sache, Jack sieht das als ihr persönliches Schicksal an, dass sie die Einzige war, die dort gefoltert wurde und zu einem Monster gemacht wurde. Aber letztendlich ging es anderen genauso, ne? Sie sieht sich ja als das einzige Opfer an, aber wahrscheinlicherweise gab es davon mehr, als sie zählen kann.
Gut, schauen wir mal hier rein. Ach, die Sache mit dem Flammenwerfer-Typen ärgert mich gerade immer noch irgendwie. So was Gemeines. So, das und das noch. Okay. Darf ich? Achso, ich dachte, ihr macht die Tür gleich mal automatisch auf, aber nein. Schon seltsam, wieder hier zu sein. Ich bin stinksauer. Ein saugefährliches Miststück. Aber gleichzeitig bin ich auch ein kleines Mädchen. Scheiße, es ist so kompliziert. Legen wir einfach die Bombe. Ich glaube, das ist immer so, wenn man an die Orte zurückkehrt, die man in seiner Kindheit besucht hat, dass man dann auch wieder ein bisschen die Verhaltensweisen der Kinderzeit anlegt. Die sehen sie schön. Und dass man sich dann einfach wieder so fühlt wie früher. Der war gut. So. Geht's weiter. Schauen wir uns mal die Zellen hier an. Oh, süß. So. Ist jetzt Ruhe. Gut, vielleicht gibt es ja hier irgendwo irgendwas, aber es sieht etwas karg aus in den Zellen. Sie haben hier Kinder aufwachsen lassen? Ah, hier, noch ein paar Platinen. Wer auch immer die hier hingelegt hat, ich nehme an, es wird nicht das Kind gewesen sein, das hier mal drin gesteckt hat. So. Stoßen wir weiter vor. Und ich glaube, da hinter den Fenstern ist Jacks Zelle. Wenn ich mich nicht irre. Das ist ein halbdurchlässiger Spiegel? Meine Zelle ist auf der anderen Seite. Ich konnte die anderen Kinder hier draußen sehen. Ich habe sie stundenlang angeschrien. Aber sie haben mich immer ignoriert. Das ist mies, oder? Sie dachte die ganze Zeit, es ist ein normales Fenster und niemand hat sie beachtet, aber in Wahrheit haben sie sie überhaupt nicht gesehen. Das heißt, man hat ja alles gemacht, um sie nicht nur körperlich, sondern auch seelisch zu foltern. Weil sie einfach nur der Theorie nachgegangen sind, dass man damit vielleicht die biotischen Kräfte erhöhen kann, wenn man... Hier muss ich bei meinem Ausbruch durchgekommen sein. Aber ich erinnere mich nicht daran. Das ist ein schrecklicher Ort. Wenn man Qualen erduldet. Das war ja eigentlich der Ansatz gewesen, weshalb sie die Sache mit Jack durchgezogen haben. Und zumindest was die Kräfte angeht, scheint es ja auch funktioniert zu haben. Die scheinen ja auch in gewisser Weise ein bisschen Wut induziert zu sein. Aber es ist natürlich trotzdem absolut unmenschlich, was hier durchgeführt wurde. Und dadurch erzeugt man Monster. So kann man Monster herstellen, wenn man so will. So, das letzte hier unten. Okay. Das sieht interessant aus. Biotischer Schaden, sehr gut. Das nehme ich gern mit. So, und dann schauen wir uns mal kurz hier die Logs an. Eintrag 1054, Anlage Telted. Die letzte Versuchsreihe von Perk Nim war ein Misserfolg. Subjekte 1, 4 und 6 verstorben. Keine biotische Veränderung bei den Überlebenden. Wir haben die Kerntemperatur der überlebenden Subjekte reduziert, aber es gab keine relevanten biotischen Reaktionen. Alle Subjekte sind daran gestorben. Wir werden das also bei Zero nicht versuchen. Hoffentlich ist unser Vorrat an potenziell biotischen Subjekten groß genug. Wir verbrauchen sie ziemlich schnell. Das ist Quatsch! Die haben doch nicht Experimente an anderen Kindern durchgeführt, damit mir nichts passiert! Doch, weil du das Wertvollste warst, was sie hier hatten. Der wertvollste Besitz. Deswegen haben sie dich trotzdem total unmenschlich behandelt, aber du warst quasi die Krone ihrer Forschung. An dir wurden dann nur gesicherte Ergebnisse durchgeführt, um dich halt noch weiter zu stärken in deiner Biotik. Sie können nichts dafür, was die den anderen angetan haben. Sie kapieren es nicht, Shepard. Ich habe diesen Ort überlebt, weil ich härter war als die anderen. Das macht mich aus. Das alles wird sie härter und stärker machen. Ja, das wird schwierig für Jack zu akzeptieren, aber letztendlich ist es so. Sie ist eben nicht die Einzige, die hier war. Alles ist verloren. Die Subjekte sind wild geworden und Zero ist frei. Wir schotten Telten ab. Es ist eine Katastrophe. Wir werden das Ascension-Programm der Allianz infiltrieren und uns ranhängen. Dadurch wird hoffentlich...
Wir sind... Zero, warten Sie! Shepard, Sie haben irgendwo anders wieder angefangen. Ascension ist ein Programm der Allianz, eine Schule für biotische Kinder. Dort werden keine Kinder gefoltert. Vieles hier ist anders, als ich es im Gedächtnis habe. Es war damals sehr viel los. Ich war dumm. Jetzt halte ich meine Augen offen und schieße immer zuerst. Wir nähern uns meiner Zelle, dem Ort, wo ich herkomme. Gehen wir weiter. Na gut, machen wir uns auf den Weg. Ich glaube, das Ascension-Projekt wird im dritten Teil nochmal für Jack eine Rolle spielen. Bin mir aber gar nicht sicher, ob es das eigentlich ist. Aber erstmal gibt's noch ein bisschen Ärger. Hey, Arish, ihr Kurak. Ja, die Eindringlinge sind hier. Wenn wir sie umnieten sollen, müssen wir über Kohle reden. Sie haben uns jede Menge Plündergut versprochen. Aber hier gibt es noch Müll. Also schön. Wir schalten sie aus. Danach komme ich zu Ihnen und wir reden über die Bezahlung. Was machen Sie hier? Erstmal legen wir sie um, dann sehen wir weiter. Feinde! Atem. Sehr kroganische Einstellung. Okay, werden wir erstmal Kurak ein bisschen mit Warps bearbeiten. Ah, okay, meiner ging natürlich wieder in die Wand rein. Das ist halt immer auch so ein Unterschied zwischen den Fähigkeiten der Teammitglieder. Oh, das war die falsche Taste. Und den eigenen, weil die eigenen eben noch quer durch den Raum fliegen und das immer eine Weile dauert, während die Biotik der Teammitglieder sofort ankommt. So, das war's schon mal fast für die Panzerung. Ja, aber ich bin besser. Glaube ich. Manchmal bin ich mir nicht sicher. So, jetzt aber. So, wie sieht's denn aus mit mehr Männern und so? Sehe ich nicht mehr so viel von. Oh. Ja, ich gehe wieder hinter. Kann ich mal hier in Deckung gehen vielleicht? Dann machen wir es eben so. Dann hole ich mir halt die Deckung hier vorne, wenn ich keine andere kriege. Ja, ich gehe ja schon. Ich kann ja nicht in Deckung gehen, ich werde bescheuert. Kann mal jemand bitte irgendwie hier was machen? Dankeschön. So, schieße ich ihm halt ein bisschen auf die Schulter, bis die Panzerung nachgibt. Und dann haben wir auch Kurak geschafft. Der einzig verbliebene Raum ist meine alte Zelle. Wer immer dieser Arish ist, dort muss er sein. Oh. Ich will die Bombe sowieso dort platzieren. Dann kann ich es gleich auf seiner Leiche tun. Der zuckt ja, wenn man drauf schießt. Ist ja lustig. So, hat er sich verdient. Ich wollte bloß sicher gehen. Okay, dann schauen wir mal kurz nach. Das wird sicherlich zusammengehören. Das nicht so. Aber die. Oh, das zu dem. Das zu dem. Und die zwei noch zueinander. Okay. Gut, hinten ist uns nichts mehr. Nee. Dann gehen wir direkt zur Zelle, würde ich sagen. Und sparen uns das lange Rumgeirre hier. Und dann ist Jacks Auftrag auch schon wieder abgeschlossen. Es geht relativ schnell. Aber auch das ist wieder nicht so kampflastig. Es geht hier mehr um die Vergangenheitsbewältigung. Nicht wahr, Jack? Rauskommen. Wir wissen, dass Sie da sind. Wer sind Sie? Mein Name ist Arish und Sie brechen in mein Zuhause ein. Ich kenne Sie, Subjekt Zero. So viele Jahre sind vergangen und ich dachte, ich wäre der einzige Überlebende. Mein Name ist Jack. Woher zum Teufel kennen Sie mich? Wir alle kannten Ihr Gesicht, Jack. Sie haben uns Schreckliches angetan, damit Ihre Experimente Sie nicht töten würden. Sie waren die Frage und ich habe darauf immer noch keine Antwort. Sie sind wohl nicht die Einzige, die es hierher zurückgezogen hat, Jack. Ich wollte alles vergessen. Aber ein Ort wie dieser... Der vergisst einen nicht. Er folgt einem überall hin. Ich habe die Söldner angeheuert und kam dann vor etwa einem Sonnenjahr zurück. Wir setzen die Anlage Stück für Stück wieder instand. Ich werde herausfinden, was sie wussten. Wie man das wahre biotische Potenzial in den Menschen weckt. Ich nehme die Anlage Teltin wieder in Betrieb. Sie wird wunderschön. Ich wollte ein Loch im Boden. Und er will das Geschehene rechtfertigen, indem er die Anlage benutzt? Ich finde es auch eine etwas seltsame Reaktion, ehrlich gesagt, auf die ganzen Gräuel, die hier unternommen wurden. Aber vielleicht will er das halt machen,
um dem Ganzen einen Sinn zu geben. Vermutlich sieht er das Ganze momentan als sinnlos an und er will dem Ganzen vielleicht insofern einen Sinn geben, dass wirklich Ergebnisse dabei rauskommen und die ganzen Leiden nicht umsonst waren. Vielleicht ist es nur so zu erklären, ich weiß es nicht so richtig. Sie machen dasselbe mit neuen Kindern? Wurde Ihnen das nicht auch aufgezwungen? Einige wurden von armen Familien auf der Erde gekauft oder aus den Kolonien entführt. Die meisten kamen auf dem gleichen Weg hierher wie ich. Vatarianische Piraten. Sie haben uns schreckliche Dinge angetan. Dafür müssen sie gute Gründe gehabt haben. Kein Grund ist gut genug. Sind Sie verrückt? Sie haben es doch durchlebt. Dieser Ort war das reinste Gefängnis. Wie sind Sie rausgekommen? Als Sie uns eines Tages zum Labor brachten, haben wir alle gleichzeitig angegriffen. Sie hätten uns besiegt, aber dann ist Jack freigekommen. Als ich wieder zu mir kam, war alles vorbei. Alle Wachen, Wissenschaftler und Kinder waren tot. Und Sie waren fort. Ich habe das alles gestoppt. Vielleicht ging es den anderen dadurch schlecht, aber was Sie tun, ist einfach nur krank. Alles, was wir durchgemacht haben, muss doch irgendeinen Sinn bekommen. Wir können das alles sprengen, aber was wird aus Ihnen? Was machen wir mit einem zweiten Jack? Ganz einfach. Lassen Sie mich einfach hier. Ich gehöre hierhin. Vergessen Sie es. Jack, er ist in seiner Vergangenheit gefangen. Sie müssen sich von ihrer lösen. Er will die Anlage wieder in Betrieb nehmen. Er muss sterben. Er ist verrückt und wird diese Anlage nie in Betrieb nehmen. Sie müssen endlich loslassen. Ihre Vergangenheit muss nicht die Kontrolle über Sie haben. Scheiße! Verschwinden Sie von hier! Los! Er ist es nicht wert, dass man ihm nachjagt. Nichts hier ist das wert. Sie haben das Richtige getan, Jack. Mag sein. Dieser Raum war meine gesamte Kindheit. Geben Sie mir eine Minute, um mich umzusehen. Nur zu. Nichts hat sich verändert. Und doch ist alles völlig anders. Gut, schauen wir uns den Raum selbst nochmal an. Ich habe alles Mögliche mit diesem Tisch gemacht. Er war mein bester Freund. Ich bin drunter gekrochen, um zu weinen. Wie erbärmlich. Findest du? Ich finde es nur vollkommen logisch und menschlich. Da haben wir auch den halbdurchlässigen Spiegel, von dem sie immer dachte, dass es ein Fenster ist. Ich dachte, der Raum da draußen sei der Rest der Welt. Ich habe dagegen geschlagen und geschrien, hat aber nie was geholfen. Ja, haben wir ja schon gehört. Sowas von grausam. Manchmal träume ich, dass ich wieder in diesem Bett liege und gefoltert werde. Ich habe die Laken um meine Handgelenke gebunden und versucht, sie abzureißen. Ich will nicht mehr hierher zurück. Kann ich mir vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das dauerhaft im Kopf bleibt. Dass man das nie vergisst, sein ganzes Leben lang und sowas erlebt hat. Sehen Sie die Spuren an der Wand da? Dort habe ich meinen ersten Mann getötet. Eine der Wachen wollte mich aufhalten. Stattdessen habe ich ihn aufgehalten. Okay, Schluss mit den Erinnerungen. Sprengen wir den Laden in die Hölle. Wie du willst. Nicht mal einen Hieb. Okay, Missionszusammenfassung. Zerstörung der Anlage auf Pragia bestätigt. Besorgt, ob früheres Säuberungsteam wirklich alle Daten vernichtet hat. Überlebende Wissenschaftler der Anlage bereits tot, entweder als Folge des Aufstands oder der Abschaltung der Anlage. Jack sollte jetzt keine emotionalen Probleme mehr haben, die sie von der Mission ablenken. Wir hoffen es mal. Gut, und endlich haben wir ein neues Outfit für Jack. Ich glaube, jetzt kriegen wir eins, das ihren Oberkörper endlich mal bedeckt. Das wäre sehr schön, denn ich finde das Outfit total hässlich. Vor allem, weil sie halt auch, naja, ihr Körper ist halt von Tattoos zugepflastert, was ich persönlich jetzt nicht gerade sehr ästhetisch finde. Jack und Miranda haben gerade eine Meinungsverschiedenheit. Würden Sie bitte eingreifen, bevor die beiden das Schiff zerlegen? Klar. Ich kümmere mich darum. Machen Sie ein paar Fotos. Wenn Sie mich anfassen, verteile ich Sie auf der Wand, Schlampe! Es reicht! Schluss jetzt, alle beide! Der Cheerleader gibt nicht zu, dass Cerberus' Experimente an mir falsch waren! Das war nicht Cerberus, nicht wirklich.
aber das mit Ihnen war ganz klar ein Fehler. Lecken Sie mich! Sie haben doch keine Ahnung, was Sie mit mir gemacht haben. Vielleicht sollte ich es Ihnen mal zeigen. Unsere Mission ist zu wichtig, um Sie von persönlichen Gefühlen gefährden zu lassen. Ich scheiß auf Gefühle, ich will Sie einfach nur tot sehen! Sie wissen beide, was wir vor uns haben. Sparen Sie sich Ihre Wut für die Kollektoren auf. Ich kann unsere Differenzen beiseite legen, bis die Mission erledigt ist. Sicher? Ich leiste meinen Beitrag. Wäre doch schade, wenn sie stirbt, bevor ich sie selbst filetieren kann. Kommen Sie beide jetzt klar? Es ist gut, dass Sie rechtzeitig vorbeigekommen sind. Solange sie ihren Job macht, ist alles in Ordnung. Danke, Shepard. Na super, aber das gibt einiges an Vorbildpunkten, sehe ich gerade. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Man wird immer mal wieder auf Zwiste zwischen den Teammitgliedern stoßen. Das kommt immer mal wieder vor. Und ich würde sagen, wir gehen auch gleich mal zu Jack runter. Wenn wir sowieso schon mal hier sind, automatisch. Das ist einfach so angelegt, dass die Charaktere sich auch teilweise beißen und dann halt aneinander geraten. Und dann muss man halt einfach bestimmen, auf wessen Seite man steht. Oder es halt machen, wie wir jetzt gerade hier, dass wir einfach gar keine Seite wählen und uns raushalten aus der ganzen Geschichte.